Wenn Sie mitlesen, während ich vorlese, oder die Bibelstelle, während Bobbys Predigt lesen, wird Ihr Glaube wachsen. Es hat eine Wirkung, wenn Sie in Ihrer eigenen Bibel Gottes Worte lesen, während der Predigt. Hören Sie zur Vorbereitung auf die Predigt Verse aus dem Lukas-Evangelium 10. Danach wählte Jesus 70 weitere Jünger aus und schickte sie immer zu zweit in die Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Geht nun und denkt daran: Ich schicke euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Nehmt kein Geld, keine Taschen und keine Schuhe mit. Falls ihr unterwegs Leute trefft, lasst euch nicht auf lange Begrüßungen und Gespräche ein. Als die 70 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie voller Freude: Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Jesus antwortete: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden, doch freut euch nicht so sehr, dass euch die bösen Geister gehorchen müssen. Freut euch viel mehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Amen.